Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder Matthias. Ich bin heute mal unterwegs auf eine kleine Pfifferlingstour. Vielleicht finden wir noch einen Steini. Aber meine letzte Steinpilzstelle waren leider alles malig, alles kaputt. Nichts wirklich zu finden. So. Schaut euch mal den geilen Wald hier an. Ehrlich. Das ist Hammer. Richtig extrem fett Moos. Ja. Man könnte denken, man ist im Bergwald. So, schaut mal, ich bin 2 Minuten unterwegs, habe schon welche gefunden. Jetzt habe ich was anderes entdeckt. Darf ich mal rauf gucken? Was ist denn das? Guckt mal. Die sehen echt total krass aus. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mal zu Hause im Buch gucken, ob ich was finde. Es sei denn, es einer von euch weiß es, der kann mir das auch gerne schicken. Mal in die Kommentarfunktion reinschreiben. Alles kann man ja leider auch nicht kennen, ne? So, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht haben wir hier Glück. Wie gesagt, ich habe hier einfach jetzt mal angehalten, weil eine kleine Schonung hier ist und wollte einfach mal gucken. Ja, die Dinger hier, die wachsen auch ohne Ende hier überall, diese riesen weißen Proppen. Aber was das ist, keine Ahnung. Also echt ein schöner Wald hier. Mein lieber Gesangsverein, habe ich nicht gedacht. Ich dachte nur, hält's einfach mal kurz mal an. Kannst da mal reingucken hier in den Wald. Aber er ist echt schön. Jo, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Also ich sehe immer viele, viele kleine Pilze. Auch andere Pilze. Was habe ich da hinten von rote Kappe? Ist das ein Fliegepilz oder hier was anderes? Dann guck mal hier. Die natürlich auch. Die sind echt schön. Die sind richtig, richtig schön. Davon müssen wir hier mal ein Foto machen. Und dann gucken wir mal, was das da ist. Also wie gesagt, ich liebe Nadelwald. Na, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Das ist fest. Es ist eine dicke, alte, fette Marone. Bleibt natürlich hier. Sowas mag ich nicht. Sammle ich nicht. Die ist auch viel zu alt schon. Aber man sieht, hier sind auch so viele andere Leute schon drin unterwegs anscheinend. Weil man überall, guckt mal hier, wenn ihr guckt, ja, man sieht hier alles immer so durchgetrennte Teile. Aber man sollte ja eigentlich denken, dass man so einen Wald mit so viel Moos, etwas Licht, etwas Wärme, Steinis finden sollte. Aber gut, bis jetzt noch nicht. Naja, gucken wir mal. Ich nehme euch jetzt einfach mal 2, 3 Minütchen noch mit. Dann machen wir erstmal aus und gucken, ob wir es finden oder nicht. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Auf jeden Fall ist es ein hammer, hammer geiler Wald. Also gefällt mir echt cool. Sieht immer hier aus, als ob hier schon einer vor mir war. Als ob da schon mal draußen ist. Oh, krass, habe ich ihn hier jetzt entdeckt. Ist ja cool. Wie gesagt, ich war in diesem Wald noch nicht. Der ist mir komplett neu. Hammer schick. Was jetzt überall wächst hier, sind diese Stäublingsteile. Diese, ich glaube, Kartoffelbubisto, wie heißen die? Ich habe keine Ahnung, wie jetzt fachlich richtig heißen. Guck mal hier.
Sieht ja auch krass aus. Heftig. Nicht schlecht. Hier müssen noch sehr, sehr viele Tiere immer sein, so wie man das hier sieht. Ja, es richtig durchpflügt alles. Ein bisschen anstrengend hier runter zu laufen. Aber ist echt cool. Echt genial. Hammer, Hammer, Hammer. Sehr krass hier, selbst an den Bäumen wachsen die. Schaut mal. Habe ich auch noch nie so gesehen. Krass. Hat was. Aber trotzdem sehe ich hier nichts davon, dass man hier was vernünftig Pilziges finden könnte. Naja, gut. Alles klar, meine Lieben. Wie gesagt, das war ein kleiner Rundgang mit. Und wenn ich hier gleich was finde, melde ich mich natürlich bei euch. Alles klar, bis gleich. So, meine Lieben, da ist er wieder. Wie ihr seht, Pfifferlinge ja. Auch hier, was ist das? Schaut mal. Der, glaube ich, ist essbar, aber minderwertig, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwann habe ich mal gelesen gehabt. Aber schaut mal hier. Ist zwar ein Mini-Knöpfchen, aber der ist okay. Den nehmen wir doch glatt mit. Ihr wisst ja mal, wie es so schön heißt. Was man hat, hat man. Was man noch kriegt, wissen wir nicht. Aber ich habe gleich den nächsten gefunden. Schaut mal. Der lohnt sich auf jeden Fall. Oh ja, er ist auch schön fest. Oh, sieht gut aus. Ein bisschen schmutzig. Mit einer Hand jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber funktioniert trotzdem. Ist ja nur so ein bisschen, den Rest mache ich mir zu Hause. Schön. Ich liebe Pfifferlinge. Das sind für mich die coolsten Pilze, die es gibt. Da oben sind noch kleine Reste, wenn mich alles täuscht. Boah, diese Spinnenweben, das ist das einzig Schlimme immer. Auch krasse Nadelbäume, was sie zwischen gepflanzt haben, das sind nur kleine Miniaturreste. Dann gucken wir einfach mal hier noch ein Stück. Es kann auch möglich sein, wenn ich aus einem Video jetzt sofort zwei mache. Boah, diese Spinnenweben sind echt fürchterlich hier. Pfui. Falls ich hier nämlich nicht genug finde, fahre ich zu einer anderen Stelle, wo wir dann noch mal gucken. Aber erstmal gucke ich hier noch mal ganz kurz ein bisschen um. Aber hier hinten sieht es nicht mehr so aus. Ne. Dann gucken wir mal hier nochmal rein. Also die Wälder sind schon cool. Und eigentlich denke ich mal auch sehr ertragreich. Ist halt wirklich nur. Ah, da steht noch einer. Dass hier natürlich auch andere umherlaufen und suchen, ne? Ist ja klar. Wäre ja komisch, wenn nicht. Ja, schaut mal, ganz unten am Stamm hat er sich festgesetzt. Gucken wir uns mal an. Jo, einmal frei. Tadellos. Ein Pfiffi. Aber was ich immer cool finde, ich finde eigentlich immer nur hier die eine Sorte Pfifferlinge. Alle anderen Sorten, so wie es immer heißt, der Amethyst schuppe ich und. Habe ich noch nie gefunden hier im Brandenburger Raum. Habt ihr sowas schon mal gefunden?
Wäre ja mal cool zu wissen, weil wie gesagt, ich finde immer nur die normalen Pfifferlinge, die echten, und das war's. Aber es wäre ja mal cool, auch ein paar andere zu finden, das sind immer die gleichen. Dann gucken wir mal hoch, weil hier sind schön Eichen und alles. Das lieben die Pfifferlinge auch. Ich kenne da nämlich noch eine andere Stelle, wo ich sonst auch immer war. Da waren Eichen über Eichen und Pfifferlinge über Pfifferlinge. Aber dieses Jahr sind da so viele Leute unterwegs, das ist schon richtig abgegrast. Deswegen brauche ich da eigentlich nicht mehr hinfahren. Dafür ist es jetzt zu spät. Und immer wieder diese Scheißspinnen nehmen. Ich hasse das. Das ist das einzige Schlimme. Spinnweben, Spinnweben, Spinnweben. Joa, viel sehe ich jetzt hier leider nicht mehr. Das heißt wohl, hier sind die Leute auch sehr fleißig. Na gut, das ist nicht weit von der Straße entfernt. Wie ihr seht, dort hinten steht mein Auto. Ich finde zwar immer wieder andere Sorten Pilze hier, aber nicht essbares. Was ich was glaube, nicht essbar ist. Was ich noch nie gefunden habe, so ein Pfiffi Hexenring. Das wäre ja immer cool, aber habe ich diese ganzen Gegend hier noch nirgendwo entdeckt. Gut, ich sag mal, diese Wälder hier sind, wie gesagt, riesengroß. Ja, die strecken sich hier doch schon ganz das Ende. Und alles hier ablaufen, das schaffen wir auch nicht. Das ist zu viel. Deswegen, ich wechsle ab und zu mal gerne mal den Standort so ein bisschen, um zu gucken. Vielleicht hat man ja Glück. Waren auch schon ein paar wirklich Reinfälle da, wo ich dann durchgegangen und dachte, wozu bist du hier jetzt reingegangen? Hat sich eh nicht gelohnt. Aber gut. Ah, und schon wieder Spinnen, Spinnen, Spinnen. Ah. Das ist echt widerlich. Also Spinnenweben sind echt widerlich. Was hier immer kommt, Fliegenpilze. Seht ihr da unten? Und eigentlich heißt es ja, wo Fliegenpilze sind, findest du auch Steinis, aber ist hier nicht. Das glaube ich, Schwiegervater heute Morgen kam mit einem riesen fetten Steinpilz an. Der Stiel hat sich noch halbwegs fest so angefühlt. Dann habe ich ihn angeschnitten. Was soll ich sagen? Also so viele Maden habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das sah ja aus wie eine Madenzucht. Schon heftig. Also die Maden jetzt diesmal auf den Steinpilz ist krass. Habe letztens auch welche hier gefunden. Alles ganz, ganz kleine, aber nicht wirklich mehr brauchbar davon. So, jetzt gehen wir hier einmal zurück. Ach, guck mal da. Da habe ich doch was entdeckt. Seht ihr das auch leuchten? Also auf dem Handy-Display sehe ich es leuchten. Das meine ich. Man läuft und läuft und läuft. Man findet immer nur eins, zwei. Da ist auch noch einer. Man findet hier nicht mal so einen schönen Hexenring oder so. Gut, der hat jetzt ein bisschen Trockenschaden dran. Aber der Stiel ist auch wunderbar fest. Ich schneide mal unten die Wurzel ab. Ja, der ist Bombe. Ich mache hier oben nur die Ecken ein bisschen ab. Der Rest ist definitiv brauchbar. Mal gucken wir uns den mal hier noch mal an, den kleinen Knubbel. Der ist ja, er ist fest. Kommt noch mit. Ach, da hinten steht noch ein kleiner. Mal gucken wir mal. Ja. Seht ihn auch schon? Müsste man sehen. Also ich sehe ihn auch.
gucken wir einfach mal. Ja, der geht noch. Der geht noch. Ah, ich denke mal, ich bin hier etwas zu spät dran. Hier werden sehr viele Leute auch unterwegs sein. Ich glaube, wenn man hier rechtzeitig früh da ist, sozusagen, sollte sich das hier definitiv lohnen. Wird dies Jahr dann, glaube ich, aber nicht mehr der Fall sein. Ich denke mal eher erst so nächstes Jahr. Dies Jahr glaube ich es nicht mehr. Ich sag mal, wir haben jetzt zwar halbwegs Temperaturen. Oh. Guckt mal hier. Seht ihr, was ich meine? Also tarnen tun die Dinger sich ja auch immer total Porno. Entschuldigt diese Ausdrücke. Bin leider so. So. Gucken wir mal. Raus ist er. Löchlein wieder zu. Jo, Alpha allen ein schöner. Ein bisschen schmutzig. Aber das ist nicht schlimm. Den machen wir sauber. Ja, auch mit rein ins Körbchen. Krass Session. So, ach. Ich wollte gerade losgehen. Guckt mal da. Guckt mal da. Seht es leuchten? Und hier auch. Wir legen ihn mal frei. Das ist natürlich immer der Nachteil, wenn die Moos wachsen, hast du mal die Erde und alles oben drauf. Aber gut, wir können ihn ja ein bisschen zwischenputzen. Ne? Werde ich auch gleich tun. Ich werde erstmal den anderen auch noch schnell ranholen. Dann gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas hierbei steht. So gut getarnt. Sehe ich jetzt gerade nicht so wirklich. So. Und das meine ich nämlich immer, meine Lieben. Man findet immer ein paar. Ist aber gut, es füllt das Körbchen dann ja auch. Ja, ist ja kein Thema. Oh, ich hätte gern echt mal so einen Hexenring gefunden, aber bis jetzt hatte ich da noch kein Glück. Ja, gucken wir uns den mal an. Der Junge hier aussieht. Oh, schön, schöne Farbe. Jo, tadellos. Machen wir auch gleich wieder zu, das Loch. Schöner Pilz. Einmal frei. So kann es gerne weitergehen. Habe ich kein Problem mit. Dann gehen wir das Stückchen da nochmal hoch. Und dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Ja, zack. Ja, ich muss euch mal ganz kurz ablegen, meine Lieben. Schaut euch mal das Moos an, wenn es funktioniert. Ich muss einmal ganz schnell den großen Pilz einmal schon abbürsten. Aber mit einer Hand ist schlecht. Und ich habe noch nicht so ein großes Kamera-Equipment, dass ich sagen könnte, kein Problem. Deswegen muss es jetzt Zeit leider erst noch so gehen. Vielleicht kriege ich ja noch mal die 1000 Abonnenten, damit man sich von den Einnahmen, von den Werbeeinnahmen dann eventuell mal eine Kamera kaufen kann, die man so gerne mitnehmen kann, so eine Hand. Zurzeit ist es aber nicht drin. Ich sag mal, wenn du eine vernünftige Kamera kaufst, die kosten auch schon mal ein bisschen was, ne? Aber das müsstet ihr alle kennen. Oh, guckt euch mal diesen Pilz an. Was habe ich denn hier gefunden? Also, was habe ich auch nicht gesehen? Alter Falter, was ist das? Oh, guckt euch das mal an. Der ist ganz doll hart. Ich breche mal ein Stückchen raus. Er hat Lamellen, aber guckt euch das mal an. Oh, was ist das?
Hammer! Also das ist echt ein Pornopilz. Krass. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Weiß einer von euch, was das ist mit diesen Ausmaßen? Schreibt mal in Kommentare rein. Ansonsten muss ich mal gucken, und ob ich den finde. Das ist ja heftig. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich schon ein paar Pilze gefunden, die ich noch nie weiter gesehen und gefunden habe. Total genial. Hier ist auch wieder Fliegenpilzchen. Aber wie gesagt, also dieser Stelle machen sie Steinis rar. Also ich habe bis jetzt noch nichts davon gesehen und nicht mal eine Anhaltsspur. Nix, gar nichts. So. Mal gucken. Hier haben wir Birken mit bei. Das ist auch immer nicht schlecht für Pfifferlinge. Also am besten für Pfiffis, habe ich jetzt festgestellt, hier in der Umgebung sind echt Birken und junge Eichen. Da hatte ich bis jetzt eigentlich immer Glück. Habe immer was gefunden. Kämpfen wir uns einmal hier kurz rein. Gucken wir mal hier so, ob hier irgendwas zu finden ist. Fliegenpilze, die Dinger sehe ich überall. Keine Pfiffis weiter. Naja, gut, meine Lieben. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Schweiter finde hier, muss ich euch ja nicht hier langweilen mit nix. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich gucke mal, ob ich dann was anderes finde, eine andere Stelle. Alles klar, meine Lieben. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Nochmal einen kleinen Blick in den Pfifferlingskörbchen. So sieht's aus zur Zeit. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Wenn ja, vielleicht mache ich noch ein kleines Video. Alles klar, meine Lieben. Bis dahin, euer Matthias. Ich wünsche euch eine schöne Woche.